Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Wir können uns jetzt um ein paar Monster kämpfen. Der erste richtige Kampf. Das Leben auf dem Festland auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die ja verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Nett, dass das jetzt mittlerweile auch angezeigt wird, obwohl es beim anderen, also es war bei den anderen Teilen relativ klar. Menschen, normales Schwert, Monster, Silberschwert. Vielleicht gibt es jetzt hier auch Hybriden. Bin mal gespannt. Okay. Fahren wir fort. So, ihr Ghule. Der wäre weg. Aua. Lass mir das Pferd in Ruhe, du blöder Ghoul, du. So, können wir dir gleich verlangsamen? Aua. Nicht wirklich. Ju. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fähigkeiten gestatten das Ausführen von Spezialangriffen. Diese werden im Einsatz verbraucht, alles klar. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Ja, ich möchte erst noch eine Runde plündern. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst und mindestens eine Stunde lang meditierst. Okay. Schwierigkeitsgruppen, kannst du durch die mit. Alles klar, die interessiert uns ja nicht. Oder halt Tränke. So, wir nehmen erstmal alles mit. Pferde, ja, ja. Zack. Zack. Pferd rufen mit X. Was haben wir hier noch? Leckeres Zeug. Da steht noch eine Flasche Schnappes. Ach, da konnten wir, glaube ich, auch noch was machen, oder? Ah. Nicht, dass der Wald hier noch abfackelt. Wollen wir hier keinen Waldbrand riskieren? So, haben wir euch jetzt alle geplündert? Es scheint so. Dann stecken wir das Schwert mal weg. Hallo Pferd. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Pferde, achso, die Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Schön. Würde mein Pferd, glaube ich, auch so nennen. Oder Lasagne. So, Kantern. Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Okay, jetzt mit Weggabelung. Wir sind auf der Minimap, sehen wir auch wenigstens mal die ganzen Kräuter, die wir noch sammeln könnten. Ich denke, das werden wir dann später mal irgendwann machen. So, ah, das ist Galopp. Oder halt schneller reiten. Ah. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ups. Halt! Einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ah!
Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja, das klingt doch wirklich gut. Wir können mit dem Kaufmann noch mal reden. Wahrscheinlich kann er uns irgendwas verkaufen oder so. Mal kurz speichern. Sei gegrüßt. Scheinbar nicht. Na gut, er hat ja auch nichts mehr. Aber, der Greif kam wohl auf dieselbe Idee mit der Lasagne. Er weiß dann, was, okay. Und das Pferd reitet also so automatisch. Auch nicht schlecht. Greif so nah am Dorf. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oh. Oft werden von den Anwohnern Anschlagbretter aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit markiert. Also mit einem Viereck mit drei Strichen drin. Das ist schön. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Sehr gut. Dann fahren wir doch mal fort. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Gut, ab in die Taverne. Gehen wir mal hier hin. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexe? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt.
Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Dialoge. Durch Optionen, die mit einem Geldbeutel markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Juhu. Ja, schauen wir mal. Was hast du denn Feines? Kauf und Verkauf Gegenstände. Alles klar. Doppelklick auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Was haben wir denn da Schönes? Pfefferwodka. Rolltest. Aha. Okay, wir können also hier auch wahrscheinlich Stärke, Energiekarten. Muss ich mir mal noch anschauen bei Gelegenheit. So, sollte jetzt aber mal passen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 230, ja. Handeln, ja. Weiter geht's. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare. Veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet, kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Okay, durch Dialogoption mit X wird das Gespräch beendet. Ist gut, dass das jetzt angezeigt wird. Finde ich ganz praktisch. Weil ich ja immer ganz gern alle Optionen durchmache. Danke für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hört, die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Okay, speichern ist nicht. Schade. Dann schauen wir mal. Die Nilfgaarder sind zumindest weg. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Gut, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, unsere Zeichen einzusetzen. Das haben wir beim zweiten Teil kaum gemacht. Besonders widerspenstige Personen könnte das, achso, die könnten das wahrscheinlich
widerstehen. Wir sollten die Fähigkeit täuschen. Ja, aber ich glaube, der sollte das nicht kommen sehen. Mal gucken. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Okay, ich glaube, wir haben uns da jetzt nicht so beliebt gemacht, aber hey, passt schon. Gut, haben wir was erfahren, Wesemir? Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Bis später, Wesemir. Okay, fragen wir weitere Reisende. Ja, du tanzt schon mal auf den Tischen, hast schon so viel getrunken. Da hinten haben wir noch ein paar. Jetzt können wir auch wieder speichern. Ach, hier haben wir auch, glaube ich. Es gibt vier Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Ah, die spielen Karten. Ich glaube, dann können wir eine Runde Karten spielen. Mal gucken. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Hör auf meinen Rat und geh wieder an deine Bücher, solange du noch kannst. Krieg ist kein Spiel. Keine Fakultätstreffen, keine Vollprofessur, keine Fußnoten. Der erstbeste Soldat wird dich töten. Warum sollte er? Ich bin ein neutraler Zivilist, ein Gelehrter. Stiefel. Wie bitte? Er tötet dich wegen deiner Stiefel. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe.
Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwint? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Jetzt können wir noch eine Runde Gwint spielen durch die Option Kartenspiele, die mit Karten markiert sind. Eine Gwint-Partie gestartet. Machen wir in der nächsten Folge. Nein, danke. Ich habe noch was zu erledigen. Schade. Ich würde ja mit den Leuten hier spielen. Aber da die nicht mal bis 10 zählen können, bleiben die Regeln ein Rätsel für sie. Na schön, wenn du es dir überlegst. Ich bin hier. Können wir dann in der nächsten Folge mal machen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.